Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Infovideo wieder mit dabei seid. Heute geht es um das Thema Have Been Pwned. Ja, was ist das? Das erkläre ich euch nun im folgenden Video. HaveBeenPwned.com ist eine Webseite, die Benutzern hilft, herauszufinden, ob ihre persönlichen Daten in einem Datenleck offengelegt wurden. Diese Webseite wurde von Troy Hunt, einem renommierten Experten für Cybersicherheit und Datenschutz, entwickelt. Die Webseite durchsucht mehr als 350 Datenleaks, die im Laufe der letzten Jahre aufgetreten sind und in denen plötzlich Daten offengelegt wurden. Benutzer können ihre E-Mail-Adresse oder ihren Benutzernamen eingeben, um zu sehen, ob ihre persönlichen Daten betroffen sind. Die Webseite zeigt an, in welchen Leaks sie gefunden wurden, wie viele Konten betroffen waren und welche Art von Daten offengelegt wurden. Es ist wichtig zu beachten, dass HaveBeenPwned.com nicht nur nach E-Mail-Adressen sucht. Benutzer können auch ihren Benutzernamen verwenden, um zu sehen, ob ihre Konten bei verschiedenen Webseiten betroffen waren. HaveBeenPwned.com ist eine nützliche Ressource, die Benutzern hilft, die Kontrolle über ihre persönlichen Daten zu behalten und sie vor Datenleaks zu schützen. Die Webseite bietet auch andere nützliche Funktionen, wie die Möglichkeit, Benachrichtigungen zu abonnieren, um Benutzern zu helfen, über Datenleaks auf dem Laufenden zu bleiben. Das heißt, ihr könnt euch hier eine E-Mail zusenden lassen. Benutzer können auch die Datenbank der Datenleaks durchsuchen, um zu sehen, ob ein bestimmtes Unternehmen oder eine Webseite in den letzten Jahren betroffen war. Es ist wichtig zu wissen, dass HaveBeenPwned.com eine kostenlose Webseite ist, die keine persönlichen Daten sammelt oder speichert. Benutzer müssen sich keine Sorgen machen, dass ihre persönlichen Daten missbraucht werden, da die Webseite verschlüsselt ist und die Daten niemals an Dritte weitergegeben werden. Anschließend kann man sagen, dass HaveBeenPwned.com eine wertvolle Ressource ist, die Benutzern hilft, die Kontrolle über ihre persönlichen Daten zu behalten und sie vor Datenleaks zu schützen. Woher bekommt HaveBeenPwned.com seine Daten denn eigentlich genau? HaveBeenPwned.com bekommt seine Daten aus einer Vielzahl von Quellen, einschließlich Unternehmen, die Datenlecks melden, Hacker, die Daten veröffentlichen und Benutzer, die Daten an HaveBeenPwned.com melden. Die Datenbank der Datenleaks wird regelmäßig aktualisiert, sodass Benutzer auf dem Laufenden bleiben können, wenn neue Datenlecks aufgetreten sind. Hierfür benutzt die Webseite ein nützliches Tool, das ihr hier eine Art Newsletter abonnieren könnt. Kein Newsletter im eigentlichen Sinne, sondern ihr könnt hier eure E-Mail-Adresse einspeichern und wenn irgendwann ein Datenleak mit eurer E-Mail-Adresse auftaucht, wird HaveBeenPwned.com euch hier direkt darüber benachrichtigen. Seit wann gibt's die Webseite HaveBeenPwned.com denn genau? HaveBeenPwned.com wurde 2013 von Troy Hunt, einem renommierten Experten für Cybersicherheit und Datenschutz, ins Leben gerufen. Seitdem ist die Webseite stetig gewachsen und es wurden mehr als 350 Datenleaks aufgezeichnet. Bei einem Datenleak handelt es sich hier natürlich nicht um einen einzelnen Datensatz, sondern tatsächlich um eine komplett gehackte Datenbank der Webseite oder zumindest einen großen Teil. Das heißt, hier können verschiedene Nutzeranzahlen von betroffen sein. Größtenteils geht hier die Zahl in die Millionen. Was muss ich tun, wenn mir die Webseite HaveBeenPwned.com meldet, dass ich von einem Datenleck betroffen bin? Wenn mir HaveBeenPwned.com mitteilt, dass ich von einem Datenleck betroffen bin, muss ich folgende Schritte unternehmen. Als erstes informiere ich mich über den Datenleak, finde heraus, welche Daten betroffen sind, wer der Verursacher des Leaks ist und wie lange es schon besteht. Als zweites ändere ich sofort alle Passwörter, die ich auf der betroffenen Webseite der App verwende. Verwende ich für jede Webseite oder jede App das gleiche Passwort, dann sollte ich die Passwörter logischerweise überall ändern.
Und als drittes überprüfe ich meine Kreditkartendetails und Kontobewegungen. Wenn ich vermute, dass meine Kreditkartendetails gestohlen wurden, melde ich dies sofort meiner Bank, logischerweise. Natürlich nur in dem Fall, wenn ich mir sicher bin, dass die Webseite, die hiervon betroffen war, auch mit meiner Bank, mit meinen Bankdaten verbunden war. Ist beispielsweise euer Facebook-Konto betroffen und ihr nutzt aber genau das gleiche Passwort auf einer anderen Webseite, wo eure Bankdaten hinterlegt sind, in diesem Fall solltet ihr definitiv trotzdem die Bank darüber informieren, dass es hier einen Datenleak gibt und eventuell Probleme auftreten könnten. Im vierten Schritt überprüfe ich all meine Online-Konten auf ungewöhnliche Aktivitäten. Wenn ich verdächtige Aktivitäten bemerke, melde ich dies sofort dem jeweiligen Betreiber. Und wer mag, kann sich direkt auf havebeenpwned.com einen kostenlosen Identitätendiebstahlschutz anmelden, um sicherzustellen, dass meine persönlichen Daten eben auch nicht missbraucht werden. Dies kann ich direkt auf der Webseite tun. Wie sehe ich auf havebeenpwned.com, dass ich von einem Datenleak betroffen bin? Auf havebeenpwned.com kann ich meine E-Mail-Adresse eingeben, um zu sehen, ob ich von einem Datenleak betroffen bin. Wenn ich betroffen bin, wird mir eine Liste der betroffenen Websites angezeigt. Ich kann dann weitere Informationen über den Datenleak erhalten, einschließlich der Art der Daten, die gestohlen wurden, und das Datum des Datenleaks. Im Grunde genommen ist die Benutzung der Webseite mehr als einfach. Ihr gebt entweder eure E-Mail-Adresse ein oder den Nutzernamen, den ihr so üblicherweise auf verschiedenen Webseiten benutzt. Kann man alles nacheinander tun. Es geht auch eure Handynummer, wenn die irgendwo von einem Datenleak betroffen ist. Das spielt keine Rolle. Drückt dann auf Pwned und dann seht ihr das Ergebnis von den Leaks, also sofern welche vorhanden sind. Gibt es keine Leaks, würde die Webseite jetzt grün aufleuchten. In diesem Fall leuchtet die Webseite rot auf. Das bedeutet, hier gibt es zum Beispiel drei verschiedene Leaks. Zum Beispiel einmal bei Dailymotion, dann auf der Dropbox und bei LinkedIn. Das heißt hier in keinem Fall, dass eine der Webseiten zwingend schlampig gearbeitet hat, sondern lediglich, dass die Datenbanken geknackt wurden. Das kann durch Hacker passieren. Eventuell auch durch, unachtsame Mitarbeiter. Allerdings ist das nicht zwingend der Fall. Meistens sind es Hacker, die hier an die Daten gekommen sind. Möchtet ihr einmal überprüfen, ob ihr von irgendeinem Datenleak betroffen seid? Dann besucht jetzt die Webseite www.havebeenpwned.com. Und nein, ich bekomme für dieses Video hier kein Geld. Auch wenn es sich ziemlich nach Werbung für havebeenpwned.com anhört, nein, ist es nicht. Ich habe mit diesem Anbieter nichts weiter zu tun. Allerdings wollte ich euch diese Webseite hier einmal näher bringen. Denn was soll man tun? Wie will man rausfinden, ob man eben von so einem Datenleak betroffen ist? Wie will man rausfinden, ob Kriminelle eventuell meine Daten in der Hand haben? Vor allem Login-Daten. Hier geht es hauptsächlich in diesem Video um Login-Daten, um eure Login-Daten von euren Konten. Probiert es gerne einmal selbst auf dieser Webseite aus. Sollte die Webseite hier rot bei euch anschlagen, dann sollte man hier ganz schnell etwas ändern. Und zwar eure Login-Daten, also das heißt die Passwörter der Webseiten. Wenn ihr mögt, dann schreibt mir gerne euer Ergebnis direkt unten in die Kommentare, nachdem ihr die Webseite einmal besucht und eure Daten geprüft habt. Mich würde mal interessieren, wie viele von euch eine grüne Webseite und wie viele von euch tatsächlich ein rotes Ergebnis hatten, dass sie von irgendeinem Datenleck selbst betroffen waren. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Infovideo wieder ein kleines bisschen weiter aufklären konnte. Und vor allem hoffe ich, dass ihr dort nur grüne Webseiten findet. Also nur das grüne Ergebnis und ihr nicht von diesem Datenleak betroffen seid. Oder von irgendeinem Datenleak. Informiert daher alle in eurer Umgebung, dass es diese Webseite gibt und jeder hier einmal selbst recherchieren kann. Denn man kann sich nur schützen, wenn man weiß, dass man von so einem Datenleak betroffen ist. Teilt meine Videos gerne mit euren Freunden, Verwandten, Bekannten auf Social Media oder direkt im Chat. Abonniere den Kanal, falls du es noch nicht getan hast, um keine Videos mehr in der Zukunft zu verpassen. Am besten gleich mit Klingelglöckchen, denn dann bekommst du auch immer eine kleine Information, wenn es etwas Neues auf dem Kanal gibt. Wenn du magst, dann klicke doch gerne noch auf das letzte Video oder schau dir doch gleich die komplette Playlist an.
Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Thank you.